wieder. Die Susanne. Und die Jutta von Grundalarm. Heute nehmen wir euch mit in den Luxus. Wir zeigen euch, wie man Leinwände mit Blattsilber gestaltet. Für die Bilder brauchen wir natürlich Leinwände, Acrylfarbe und verschieden große Pinsel. Dann haben wir ein Bastel-doppelseitiges Klebeband und Blattsilber. Da wir die Leinwände erstmal grundieren müssen, kann der Rest hier weg. Und nur noch Pinsel und Farbe bleibt über. So, die Leinwände sind getrocknet. Jetzt muss das Motiv übertragen werden. Und zwar haben wir uns da was Tolles ausgedacht, was nicht funktioniert. Ich habe mir gewünscht, die Skyline von Hamburg auf eins der beiden Bilder zu machen. Wie so oft macht die Elbphilharmonie Probleme, wegen der Rundungen oben am Dach. Der ein oder andere weiß das vielleicht. Die bekommen wir einfach mit diesem Klebeband nicht hin. Das ist nicht flexibel genug. Darum werden wir eine fiktive Skyline nehmen. Aber die Schnauze, ne? Nee, die wirst du gleich vormalen. Ich? Okay. Hier kommen grafische Linien drauf. Da ist es auch ratsam, das vorzuzeichnen. Ja, das machen wir jetzt. So, die Motive sind jetzt beide übertragen. Einmal hier die Skyline und das grafische Muster. Und jetzt fange ich mal an, mit dem Klebeband abzukleben. So, die Abklebearbeiten sind fertig. Hier haben wir schon die Folie abgezogen. Hier müssen wir das noch machen. Und dann geht das los mit dem Blattsilber. Auf die Klebestellen wird jetzt das Blattsilber aufgetragen. Genau, angedrückt mit dem weichen Pinsel. Und die Überreste kann man dann einfach abmachen. Werke sind fertig. Das Blattsilber ist aufgetragen und wir dürfen euch präsentieren. Tada! Ist toll geworden, oder? Also, mir gefällt's gut. Ja, mein grafisches Muster finde ich total super. Genau, ich habe hier die Skyline von Hamburg hier nicht hingekriegt, deswegen ist das die Skyline von Utopia. Ja, das erinnert mich voll an Utopia. Ne? Ganz genau. Ganz toll geworden. Ich bin gespannt, welche Skylines oder welche Muster ihr uns schickt auf den Bildern und freuen uns schon darauf. Ja, und natürlich über einen Daumen hoch für das Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao!